Hallöchen meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 Part 15. Jawohl, es geht weiter hier direkt mit einem versemmelten Schuss. Wundervoll, so muss das sein. Ja, hier ein deftiger Kopfschuss. Und die M700 haben wir gratis im Shop verfügbar. Und dort unten gammelt noch ein Typ, den holen wir auch nochmal weg mit dem Kopfschuss. Wundervoll. Ja, wir haben in der letzten Episode ein bisschen geskillt und hier den Funkturm aktiviert und jetzt gehen wir kurz in die Fähigkeiten. Ein Fähigkeitspunkt haben wir anscheinend noch. Okay, gut, dann haben wir das, den noch nicht verbraten. So. So, was haben wir hier? Tod von unten. Fadenkreuz beim Zielen länger stabil halten. Scharfschützengewehr. Nö. Feldsanitäter, medizinische Spritzen erneuern, 4 Gesundheitsfelder. Ja, das klingt doch gut, oder? Danach haben wir Feld. Egal. Ja, Granaten-Takedown. Zündet Granate und stößt den Kollegen weg. Was haben wir hier noch? Ah, hier, Schwimmprofi. Länger, hier können wir länger schwimmen. Verbessert Stabilität des Bogens. Ah, Sprint-Nachladung. Da können wir während des Sprintens nachladen. Das klingt doch super. Jawohl. Fähigkeit lernen. Danach können wir auch mal Tierflüsterer nehmen. Können wir jetzt leider noch nicht. Okay. Gut. Seilrutsche benutzen. Jawohl. Ich dachte gerade im ersten Moment, als ich da leer gedrückt habe, dass er da jetzt einfach so runterspringt. Aber da hat er sich doch noch festgehalten. So, jetzt gucken wir ganz kurz hier auf die Map und ich würde sagen, wir machen hier direkt den Rosthof Clio. Und ja. Auf geht er! So. Ja, ich habe in den letzten zwei Parts, was will ich eigentlich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, da unten haben wir ja schon direkt den Außenposten. Den werden wir uns jetzt holen, wa? Meine lieben Freunde, jawohl. Ich habe hier das Fenster offen bei mir. Das kann sein, dass hier ein paar ungewollte Geräusche, wie zum Beispiel das Bimmeln des Glockenturms, zu hören sind jetzt im Hintergrund. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber Leute, das ist so warm hier. Unten in Deutschland ist es deftig am Regnen, aber so richtig. So, und ich frage mich gerade, da unten sind Hunde. Das ist unschön. Die Vögel sind auch aggressiv. Irgendwie bin ich hier gerade nicht so in dem wundervollen Gebiet, um ja, mich anzuschleichen, weil hier überall Raubtiere sind. Und da frage ich mich, wird dem anderen. Ja, das war auch wirklich super intelligent mal wieder. Ja, hier schön. Den Arm wieder einrenken, wieder volle Energie. Wunderbar. Ja, und da frage ich mich, ist der aggressiv? Ja, dezent. Und ich kann natürlich jetzt nicht mit einer Waffe auf den losgehen. Weil die das sonst hören würden. Und deswegen. Ja. Jage ich hier ein Magazin nach dem nächsten in ihn rein. Ja, und jetzt habe ich ihn down gemacht. Ja, hier noch schnell einmal Selbsthilfe machen. Erste Hilfe. Selbsthilfe. Selbsthilfegruppe. Ja. Einmal der Tierhäuten. Büffelfell. Wunderbar. Ja, und dann kommen Gegner. Schön klein machen. Alles klar. So, kommt keiner? Gut, schnell rüber. Ja, kurz durch den Rasen geschlittert. So, und von wo aus machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir expectaten erstmal. Expectare ist, glaube ich. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin mir da gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher und dementsprechend lege ich mich jetzt nicht fest. Was ich sagen wollte, Wetter ist wundervoll hier in Norddeutschland allerdings nur. Da wo wir sonst Regen haben und wo es sonst warm ist, naja, da ist das Wetter jetzt recht umgedreht. Der Osten, nee, nur im Osten, der Süden. Entschuldigung, ich musste kurz überlegen. Der Süden Deutschlands versinkt gerade unter Wassermassen, die vom Himmel stürzen. Und das ist schon ziemlich krank.
Ja, die haben, die können ja zum Teil auf der Straße mit Schlauchbooten paddeln, weil das Wasser das so hoch ist. Bist du richtig schön gefickt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da haben wir einen, das sind relativ viele und die sind auch relativ ungeschützt. So, eigentlich wird es Sinn ergeben, wenn ich erstmal den Alarm ausschalte. Was haben wir denn hier? Da ist der Alarm. Den schalte ich hier als erstes aus, oder? Nö. Wie mache ich das? Jawohl, erstmal den Alarm ausschalten. Jetzt ihn hier holen. So, die anderen haben es jetzt 100 Pro bemerkt. Da, ja. Wie man sieht. Zack, weggeholt. Also wenn das so ein verrückter Sniper ist, ja genau, ich würde auch weglaufen. Ja, den habe ich noch erwischt, aber der konnte leider entkommen. Na. Warten, erwarten heißt Expectare. Stimmt. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, um sicher zu gehen. Dann lag ich tatsächlich richtig. Na gut. Ja, und hier werde ich gerade die ganze Zeit von der Seite angeschossen, aber irgendwie ist mein Movement da nicht so atemberaubend. Aber den hole ich trotzdem weg. So, und nun? Genau, ich habe keine Munition mehr. Das war das Problem, glaube ich. Ja, genau. Keine Munition. Ja. Also bin ich mit dem guten Gewehrchen mal drauf losgegangen. Dass wir ihn hier wegholen. Oder die Sau lebt immer noch. Aber zur Not hilft das Messer und wir hätten diesen Außenposten auch wieder wundervoll erobert. Wunderschön. Außenposten befreit, keinen Alarm ausgelöst. Plus 550 Experience Points. XP. Ja. Mir fehlen leider ein paar Themen, über die ich reden könnte. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen auf meinem wundervollen Handy. Falls ihr euch fragt, welches das ist... Naja, so wundervoll ist es nicht. Ist schon, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Das ist das Galaxy S. Das ist das erste dieser S-Reihe. Ah ja. Okay, es geht um meinen morgendlichen Ausflug. Kann ich euch ja mal erzählen. Und zwar fahre ich am morgigen Tage rudern mit ein paar Leuten. Und das wird ganz witzig, glaube ich. Hier kurz Schnellverkauf. Jawohl. So. Boah, Gewitter. Ja, das Wetter ist natürlich der letzte Schrott. Aber was soll man machen? Ja, hier suche ich die Beutekiste und denke mir so, scheiße, nein, kann ich nicht durch dieses Gitter looten. Ja, und da vorne kommen die Leute angewalkt, wie so eine Zombie-Horde. Echt wie so ein kleines Zombie-Rudel. Naja. Ja, meine Erkältung, wie steht's mit der? Ich würde sagen, der geht's relativ in Ordnung. Also, ja, doch, passt eigentlich. Ganz bisschen Schnupfen noch. Haha. Ganz bisschen Schnupfen noch. Und eventuell hin und wieder mal ganz bisschen husten, aber. Sonst passt eigentlich alles wieder. Fit bin ich auf jeden Fall. Gestern schön Training gehabt und Muskelkater. Endlich mal wieder. Hatte ich seit langem nicht mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, ist doch ganz schön. Da weiß man wieder, was man getan hat. So. Hier, was ist da los? Wow. Krass.
Die Musik, die erinnert mich ein bisschen an Calcha Candela. Ja, ich habe jetzt neulich nicht gut gestaunt, nicht schlecht gestaunt, Alter. Nicht schlecht geguckt. Und zwar habe ich Part 13 direkt hochgeladen, kürzlich, und weiß nicht, am nächsten Tag gehe ich auf den Videomanager, um zu gucken, bei welchem Part ich war. Gucke ich da auf über 300 Aufrufe und da dachte ich mir nur so, yo, ist richtig. Ich vermute mal, dass da wieder irgendwas in Anführungszeichen schiefgelaufen ist. Bei der Verlinkung, das hatte ich ja schon mal, dass ein Part von Fallout New Vegas, glaube ich, zwischen neben dem Video der Außenseite angezeigt wurde. Und ja, da habe ich halt ein bisschen gefailt. Ach was, YouTube hat da sehr gut verlinkt, wenn ich ehrlich bin. Finde ich gut, sollten sie öfters machen. So, ich frage mich nur, wie das kommt, dass halt ausgerechnet dieser Part so verlinkt wurde. Ich habe mir das auch nicht so genau angeguckt, wo der jetzt war. Aber naja, ich bin auf jeden Fall jetzt in der Zwischenzeit hier hingefahren, um diesen weiteren Außenposten zu erobern. Und ich sag euch, Freunde, Alter, das wird ein hartes Ding. So wie wenn ich meinen Schwanz um deine Ohren schwinge. Nein, Spaß. Ich musste nur, ja. Egal. Ja, heute, was steht denn heute noch an? Das kann ich ja nebenbei erzählen, während ich hier diesen Käfig suche. Da unten haben wir ihn nämlich. Heute. Nachher rudern. Bei diesem Wetter dürfte das ziemlich Spaß bringen. Oh, ich muss ja sogar schon in einer Viertelstunde los. What the fuck? Das ist schon Viertel nach drei, Leute. Leck mich fett. Ja, ich befreie hier die Hunde. Gerade haut das überhaupt hin? 12? Ja doch, das sollte passen. Ja, und irgendwie ist das ein bisschen verbuggt, denn er hier rennt einfach mal nach vorne und läuft weg. Und das ist ein bisschen fail. Irgendwie. Da habe ich auch gedacht, so Alter, bleib weg. Ja, und der andere, der steht einfach nur rum und triggert die Gegner nicht. Und dementsprechend war die Befreiung der Hunde schon mal in der Art und Weise sinnlos. Und dann werfe ich da gerade einen Stein hin, um die Leute irgendwie in Richtung des letzten verbleibenden Hundes zu locken. Aber irgendwie funktioniert das auch nicht so richtig. Das geht auch nicht ganz auf, dieser Plan. Und ich dachte mir so, okay, jetzt schleicht er da langsam hin. Da, jetzt hat er ihn getriggert. Bellt. Doch es wird direkt ein Molly auf ihn geworfen und er wird abgeschossen und er flüchtet halt. Ja, und die Idioten hinterher, ey. Die Behinderte. Ja, und jetzt bin ich richtig gefickt, denn er schmeißt da vorne erstmal einen Molotow-Cocktail hin. Und naja, wie das hier in Far Cry 3 ist, wir werden es gleich sehen. Passiert Folgendes. Na. Ja, ich versuche auf jeden Fall erstmal ihn hier wegzuholen. Natürlich steht ein Baum im Weg, war ja klar. So, und was tue ich da? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht musste ich husten oder so. Ja, und jetzt haben sie mich auf jeden Fall getriggert. Und ihn hole ich weg. Ich ramm dich in den Boden. Ja, er rammt mich in den Boden. Ist klar. Ja, und er ist fies. Er ist fies. So, ich glaube, das, was ich eben dachte, was passiert ist, ist doch nicht der Fall. Boah, ich. Ja, genau. Jetzt bin ich gefickt. Und tot. Okay, nee, ich dachte, dass das Feuer rübergebrannt sei zu mir. Aber dann habe ich mich wohl getäuscht. Das hatte ich dann falsch in Erinnerung. Aber das passiert. Das passiert. So. Alles klar, auf ein zweites. Ich meine, alle guten Dinge sind drei, haben wir noch. Einmal können wir noch verpatzen hier. Kein Ding. Kein Ding, nicht schlimm. Freaking. Haha. Schieß auf den Käfig, um das Tier zu befreien. Bleibe dabei unentdeckt, damit dann wird kein Alarm ausgelöst.
Ja, hier ihn markiere ich nochmal. Und ja, ihn auch noch. Dann befreie ich jetzt die Hunde wieder. Diesmal sollte das auch besser klappen. Die sollten ihn zumindest sehen. Und was tun sie? Ne? Irgendwie? Auch nicht so recht. Ja, er sieht mich irgendwie komischerweise. Verstehe ich auch nicht warum. Ja, genau. Er wurde mal niedergeholt. Niedergestreckt. Genau, und während die da zugange sind, schieße ich natürlich einmal schön daneben. Die Wichser hier vorne haben das irgendwie sofort bemerkt. Bei ihm hole ich mir hier auch. Oh, der hält nur so viel aus, weil der so eine blöde Panzerung hat. Ja, und die schmeißen hier gerade schön mit Granaten auf mich. Ja, ach nee, genau. Ja, mit Shotguns. Und da denke ich mir so, Alter, was ihr könnt, das kann ich auch. Ja, und irgendwie werde ich dann doch erwischt und das war's. Also, um diesen Außenposten einzunehmen, habe ich ein bisschen länger gebraucht, wie ihr seht. Das war irgendwie nicht ganz so einfach. Das war zumindest nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Alles klar. Dritter Versuch. Noch einmal das Ganze, die ganze Chose alle markieren und Hunde befreien. Und diesmal gehe ich hier irgendwie schon weiter rüber, damit ich ein bisschen einen Überblick habe. So, jawohl. So, dann stelle ich mir hier ganz kurz Medizin her, um wenigstens eine Spritze zur Verfügung zu haben, damit ich mich schneller heilen kann. Und ja, hier habe ich noch mal ein paar Gegner oder ein Gegner, den ich noch nicht markiert habe. Oh, und der Part ist vorbei. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Freunde.